ihr Lieben, der Januar ist jetzt schon ein paar Tage vorbei und ich kam irgendwie nicht dazu, dieses Video hier abzudrehen. Aber jetzt wird es Zeit für meinen Monatsrückblick, also für die Zusammenfassung, was ich gesehen habe an Filmen und Serien und Co. im Januar. Und ich skippte dieses Mal sehr viel, worüber ich gerne reden möchte. Deswegen müssen wir direkt anfangen. Als erstes steht auf meiner Liste, also brauche ich irgendwie eine Zusammenfassung oder so. Es sind 9 Filme, davon einer im Kino, was ganz gut ist. Dann sind das 7 jeweils Folgen oder ein paar Folgen von verschiedenen Staffeln. 7 Serien, von denen jeweils ich ein paar Folgen geguckt habe, natürlich nicht die ganze Serie durch. Ich denke, das ist klar. Dann 2 Sachen und 2 Sachen, die ich online halt gesehen habe, von denen ich euch berichten möchte. Das eine davon, damit fange ich jetzt auch an, und zwar ist das Beyond Two Souls. Es ist eigentlich ein Spiel, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, eine Graphic Novel oder ein Action Adventure, irgendwas in der Art. Also es geht mehr um die Geschichte als darum, richtig zu spielen. Man erfährt mehr halt über die Geschichte und macht dann ein paar Quicktime-Events oder ein paar Entscheidungen fällt man, aber ansonsten ist es halt mehr Geschichte als Spiel. Ich habe das mal wieder als Let's Play bei Gronkh gesehen, das verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Es geht in diesem Spiel um Jody und Jody hat etwas, was normale Menschen nicht haben, denn quasi sie hat einen unsichtbaren Freund und das ist nicht nur ein Hirngespinst in ihrem Kopf, sondern es ist quasi so eine Art Geist, der sie ständig begleitet und der mit ihr verbunden ist. Das heißt, der immer auch da sein muss, wo sie gerade ist. Der kann aber auch für sie, weiß nicht, Türen öffnen oder sowas in der Art. Aber man sieht ihn halt nicht und er spricht auch nicht. Aber Jody hat trotzdem so einen Draht zu ihm, sodass sie immer weiß ungefähr, was er gerade möchte. Und ja, und Jody geht's halt und diese Geschichte wird sehr sprunghaft erzählt. Also es gibt mal eine Episode aus ihrer Kindheit und dann kommt so eine Szene aus ihrer Jugend oder aus ihrer Erwachsensein und dann springt mal wieder mal zurück und so hin und her. Also jede Szene, die nacheinander kommt, die müssen nicht unbedingt chronologisch aufeinander folgen, sondern es springt halt sehr oft hin und her. Ich fand die Idee einfach sehr interessant und sie wird natürlich dann von der Regierung dann vereinnahmt und alle wollen sie benutzen für verschiedene Projekte und was sie natürlich überhaupt nicht, weil sie wird quasi all ihrer Rechte beraubt. Sie hat keine Entscheidungsfreiheit über ihr eigenes Leben mehr, weil irgendwer immer irgendwas für sie entscheiden zu können glaubt. Und sie hat mir so richtig leid getan und trotzdem war halt die Geschichte einfach spannend, dass die Menschen halt immer mehr rausfinden über das, die Art von Existenz, die Eden ist, also diese Geist, die sie begleitet, was er ist, wo er herkommt, kann man davon noch mehr irgendwie haben, können noch mehr Leute so einen Begleiter haben und das sind einfach so Fragen, die echt interessant sind. Am Ende muss ich sagen, das Ende war, da kann jeder zwar quasi ein eigenes Ende machen, also je nachdem, wie man sich entscheidet, kriegt man halt ein individuelles Ende, obwohl sich viele auch so ein bisschen ähneln. Es ist jetzt nichts, was jetzt komplett anders wäre, aber es ist dann schon so im Detail ein anderes Ende. Aber der Twist quasi, wer Eden ist, wo er herkommt, wie das alles funktioniert, darauf bin ich schon relativ schnell gekommen. Deswegen hat das so einen kleinen Abbruch der Geschichte vielleicht getan. Aber ich fand es trotzdem richtig gut. Es hat mich richtig interessiert. Ich bin total dran geblieben und kann es auch nur empfehlen. Alle, die gerne Spiele spielen, spielt mal dieses Spiel. Und alle anderen, guckt euch vielleicht mal das LP an. Die Geschichte ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und das ist auch richtig realistisch, weil richtige Schauspieler ja dafür hergenommen wurden und die Charaktere nach denen auch designt wurden. Also Willem Dafoe zum Beispiel und Jodie ist nach, ich habe jetzt die Schauspielerin vergessen, aber ist auch nach einer berühmten Schauspielerin nachempfunden. Also sieht so aus und ist richtig gut gemacht. Dann habe ich gesehen, dass der Sherlock Special für 2016 raus ist. Also es ist so eine extra Folge quasi. Die habe ich mir angesehen. Irgendwie hat die mir jetzt nicht so gefallen. Habt ihr die auch geguckt? Also ich habe generell irgendwie Probleme, es im Original zu gucken, auf Englisch, weil es dieses britische Englisch, weil die das so komisch manchmal aussprechen, wenn man an das amerikanische Englisch gewöhnt ist, dass ich manchmal nicht alles verstanden habe. Es war so ein bisschen
schon ein kleiner Minuspunkt. Aber die Geschichte fand ich jetzt auch nicht so 100% toll. Trotzdem ist das natürlich Sherlock und trotzdem ist das natürlich super und einfallsreich und die Charaktere sind einfach klasse. Von daher habe ich es auch gerne geguckt. Aber ja, ich hatte irgendwie ein Tickel mehr erwartet. Trotzdem freue ich mich auf die neuen Folgen, die hoffentlich dieses Jahr noch kommen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Dann, ich überspringe mal das eine oder andere, worüber ich schon sehr oft mit euch geredet habe und komme zu den Sachen, über die ich noch nicht so oft geredet habe oder bei Filmen, die ich wahrscheinlich noch nicht erwähnt habe. Und zwar ist der nächste Film, der hier steht, Looper. Und das ist so ein kleiner Mindfuck-Film, weil es geht um einen Mann, der ist Auftragskiller quasi in einer Welt, wo es Zeitreise gibt. Aber in seiner Zeit wurde diese Zeitreise noch nicht erfunden, erst in der Zukunft. Und diejenigen, die das in der Zukunft erfunden haben, die wurde das, glaube ich, aber verboten. Natürlich gibt es immer noch Mafia, die das benutzt. Und diese Mafia hat die Typen in der Vergangenheit, unter anderem ihn, dafür engagiert, dass sie ihre Drecksarbeit erledigen. Sie schnappen also so Typen in der Zukunft, schicken sie per Zeitmaschine zurück in die Vergangenheit und da sollen die Menschen, also diese Männer halt, für sie diese Typen umbringen und die Leichen wegschaffen und werden dafür dann bezahlt. Und das macht der Typ halt auch, warum fragt mich nicht, aber er kriegt dafür gutes Geld. Dafür verpflichtet man sich aber dazu, dass man in der Zukunft dann nach einer bestimmten Anzahl von Jahren sterben muss. Also diese Mafia fängt einen ein und schickt einen genauso wie alle anderen auch in die Vergangenheit zurück und bringt einen um, weil sie halt Schiss haben, dass man irgendwie deren Geheimnisse weiter plaudert. Und ja, eines Tages kommt halt das zukünftige Ich dieses Typen bei ihm an und er soll ihn erschießen, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Und dann ist dieser zukünftige Ich von dem Typen auf der Flucht und er rennt hinterher, weil er weiß, dass wenn er ihn gehen lässt, er jetzt sofort sterben muss und dann müssen sie beide sowieso sterben. Und ja, worauf es der zukünftige Typ abgesehen hat, wie er sein Schicksal abwenden will und ob der Jüngere ihn kriegt oder nicht und wie man gegen sich selber kämpfen kann quasi, müsst ihr selber in diesem Film sehen. Ich habe den jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. Ich muss sagen, beim zweiten Mal ist das nicht mehr so der Hammer, weil man den Twist am Ende schon kennt. Und weil man hier das eine oder andere, halt was nicht so richtig logisch ist, schon mehr bemerkt. Weil Zeitreisegeschichten sind immer schwer richtig logisch aufzubauen, weil es halt immer so Zeitparadoxen gibt, die man irgendwie erklären müsste. Und das wurde hier jetzt nicht wirklich getan, aber ich fand einfach die Idee irgendwie sehr interessant und es ist einfach spannend gewesen. Deswegen kann ich das empfehlen, aber erwartet jetzt nicht allzu viel davon. So 100% logisch ist der Film jetzt nicht. Dann ein anderer Film, der mir wirklich super gefallen hat, obwohl ich Schiss hatte, ihn zu sehen und ich habe auch echt geheult bei dem Film, aber er war so richtig gut. Und zwar ist das natürlich Das Schicksal ist ein mieser Verräter, blende ich euch jetzt hier ein. Mann, ist der Film gut. Es ist richtig gut. Ich hätte echt nicht erwartet, dass der so gut ist. Ich fand das Buch ja schon gut. Ich habe das jetzt nicht so abgefeiert wie die meisten. Ich habe dem jetzt keine 5 Sterne gegeben, aber ich fand den Schreibstil von John Green richtig gut und ich fand die Idee auch wirklich gut und ja, es hat mir gefallen, aber dieser Film, glaube ich, gefällt mir sogar ein Stück besser. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, aber die Schauspieler haben es einfach super rübergebracht. Der Film war einfach richtig gut. Ich war die ganze Zeit mittendrin. Es war echt lustig an manchen Szenen, an manchen dramatisch und rührend. Und ich habe richtig geheult am Ende und es hat einfach alles gestimmt. Dieser Film ist richtig perfekt geworden, würde ich schon behaupten. Von daher, ja, ich habe jetzt richtig Lust, den mir selber zu kaufen und nochmal zu gucken. Ich kann den auf jeden Fall wirklich empfehlen. Wirklich sehr richtig empfehlen. Dann habe ich mit meinem Neffen noch ein paar weitere Filme geguckt. Also der war hier zu Besuch ein paar Tage und das haben wir dann gemacht. Wir haben so ein bisschen diskutiert und er meinte, dass Tom Hanks einer seiner Lieblingsschauspieler ist. Und ich habe dann zugegeben, dass ich so einige Filme, einige Klassiker von ihm noch nicht gesehen habe. Und dann hatte ich mich dazu genötigt, diese zu gucken. Zum einen war das Terminal. Da geht es halt um Tom Hanks, der aus einem fremden Land in die USA kommt. Das Problem ist nur, dass dieses fremde Land während seines Fluges irgendwie in eine Revolution geraten ist und sein Pass deswegen jetzt
ja nicht mehr gültig ist und er nicht mehr in die USA reinkommt, aber auch nicht zurückgeschickt werden kann, weil da halt gerade Revolution ist. Und er deswegen jetzt auf diesem Flughafen feststeckt und zwar eine sehr lange Zeit feststeckt. Und das klingt jetzt alles sehr uninteressant, weil was macht ein Mann an einem Flughafen ein paar Tage, Wochen, Monate lang, aber er findet immer wieder Sachen und der Film ist teilweise am Anfang richtig lustig und dann wird er auch immer dramatischer und interessanter, wenn es mehr darum geht, was passiert mit diesem Menschen jetzt eigentlich, wo gehört der hin, in welches Land gehört er, wo soll er hin mit sich, wo, wenn er nirgendwo hin kann. Und der ist wirklich gut und ich bin froh, dass mein Neffe mich genötigt hat, diesen Film zu gucken, weil der ist wirklich richtig gut. Das hätte ich mir wirklich nicht gedacht, dass so eine einfache Idee, ein Mann an einem Flughafen, so gut umgesetzt werden kann. Aber der ist wirklich gut, kann ich auch weiterempfehlen. Was ich nicht so weiterempfehlen kann, ist leider der nächste Film, obwohl der mehr ein Klassiker ist. Aber ich kann mir das nicht so richtig... Es ist auch einfach nicht mein Genre, glaube ich. Und zwar ist das Castaway. Es geht halt um einen Mann, der ein Flugzeug abstürzt, als einziger überlebt und dann auf einer einsamen Insel ein paar Jahre verbringt. Und ja, das war's. Es klingt für mich schon nicht so interessant, weil er halt alleine ist. Es gibt keine Charakter-Zusammenspiel-Dings, keine Beziehungen, kein... richtige Unterhaltungen. Es gibt nur diesen einen Typen, der alleine ist. Zwar die ganze Zeit. Und was mich noch ein bisschen mehr gelangweilt hat, ist, dass da so gut wie keine Filmmusik drin vorkommt. Und ja, das ist einfach für mich etwas, was mich langweilt. Es ist natürlich eine gute Idee und es ist sehr dramatisch, was mit einem Menschen passiert, wenn er so eine lange Zeit alleine ist und nicht weiß, ob er überleben wird oder nicht. Das ist natürlich alles sehr philosophisch und so, aber mich catcht das einfach nicht. Ich finde das nach 5 Minuten langweilig und möchte, dass endlich was passiert. Ja, und das ist natürlich da auch actionmäßig was passiert und mit seiner Psyche und so, aber wenn visuell nicht so viel passiert und wenn ich nichts höre, keine richtigen Unterhaltung oder Musik oder sowas, ich weiß nicht, mich hat es leider gelangweilt. Das ist schade, weil es halt so eine gute Idee eigentlich ist, aber es ist einfach nicht meine Art von Film. Und das wusste ich vorher schon, das habe ich ihm vorher auch schon gesagt, aber er hat gesagt, es ist so ein guter Film und es ist auch objektiv gesehen ein guter Film, aber einfach nicht meine Art von Film. Deswegen ist es jetzt nicht so richtig meins, wie gesagt. Es hat mir nicht so gefallen. Ich würde es mir auch jetzt nicht nochmal ansehen. Ich habe mich einmal schon ein bisschen gelangweilt, ich finde es nicht normal. Aber an sich natürlich ist das ein guter Film, da kann man gar nichts zu sagen. Dann ist die zweite Staffel von Tube Clash online gegangen am Ende von November und ist jetzt bis Anfang Februar gelaufen. Ich habe jetzt die letzte Folge auch schon gesehen. Ich packe das aber jetzt mal alles in diesen Monatsrückblick. Vom ersten Tube Clash habe ich euch gar nicht erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was Tube Clash ist. Verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Es ist... Also es gibt hier auf YouTube natürlich den ein oder anderen Comic-Zeichner, der halt auch mal Parodien macht von irgendwas. Also es ist bei Dark Victory zum Beispiel so, der macht Parodien von DSCS oder sowas. Und dann hatte er halt die Idee, dass man sowas ähnliches macht wie, weiß ich nicht, wie Dschungelcamp gemischt mit Attack on Titan und irgendwelchen anderen Überlebenssachen mit YouTubern. Und das ist alles natürlich gezeichnet, also er zeichnet das selbst mit seinem Team. Und das Gute daran ist, dass er seine Zuschauer mit einbezieht. Also die Zuschauer können Ideen in die Kommentare schreiben und können voten, wer rausgeschmissen werden soll und so weiter. Und das wird alles mit einberechnet und innerhalb einer Woche eine neue Episode aus diesem ganzen Zeugs neu gemacht. Was ich ziemlich cool finde, dass sie eine ganze Episode zeichnen und rendern und was weiß ich können in einer Woche. Das ist bestimmt sehr viel Arbeit. Ja, es geht halt um diese paar YouTuber, die auf einer Insel feststecken und gegeneinander antreten müssen. Und nur einer kann am Ende übrig bleiben, überleben. Und ja, es ist eigentlich ganz spannend. Die erste Staffel fand ich richtig gut, weil ich viele YouTuber davon auch kannte und es war... Das ist dann einfach spannender, wenn man viele der YouTuber kennt und weiß, wie die sich so ungefähr verhalten, wie die so reden. Und
dass das auch alles sehr ähnlich ist, auch wenn es ein bisschen parodistisch dargestellt ist. Und es war auch irgendwie ziemlich spannend. Jetzt die zweite Staffel, muss ich sagen, hat es für mich ein bisschen nachgelassen. Zum einen finde ich die Idee, also die Geschichte dahinter nicht mehr so toll. Und vor allem kenne ich halt die meisten der YouTuber nicht. Das sind fast nur Let's Player und so viele Let's Player kenne ich jetzt nicht und brauche ich auch nicht. Mir reicht, wenn ich ein, zwei habe, die halt die Games spielen, die ich gerne gucken möchte und die mir sympathisch sind. Ich brauche jetzt nicht tausend Let's Player. Es gibt auch auf YouTube so viele Let's Player, kann man nicht alle kennen. Aber ja, wie gesagt, es hat ein bisschen nachgelassen für mich persönlich, aber wenn ihr die YouTuber kennt, dann wird das sicher seinen Reiz für euch haben. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Ja, genug geredet. Nächster Punkt. Über das, was ich mit euch reden müsste, und das hat jetzt wieder was mit Büchern zu tun, und zwar ist das die Shadowhunters-Serie. Es ist, mittlerweile liefen, glaube ich, 4 Episoden. Ich habe 3 davon gesehen und 3 auch im Januar. Die 4. kam jetzt erst im Februar raus. Dementsprechend kann ich über diese 3 Episoden auch nur reden. Aber ich muss leider sagen, dass die mir nicht gefällt, die Serie. Der Film hat mir schon nicht gefallen, aber die Serie, ich kann mich gar nicht entscheiden, was schlechter ist von den beiden. Mittlerweile, wo die Serie mehr in meinem Gedächtnis ist, die Schlechthaftigkeit der Serie, gefällt mir die Serie weniger, aber ich glaube, wenn ich den Film nochmal gucke, ist ja ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, wird er mir genauso schlecht gefallen. Also es gibt das eine oder andere, was ich gut an der Serie finde, keine Frage. Es gibt manche Darstellungen oder Geschehnisse oder so, was ich ganz spannend finde, aber ich finde einfach viele der Charaktere richtig nervig. Vor allem Clary als Protagonistin ist furchtbar. In der 3. Episode konnte ich die so nicht ertragen. Ich musste nicht allen 5 Minuten Pause machen, jeder 5 Minuten. Nach jeden 5 Minuten Pause machen, meine Güte, ich rede zu schnell. Und um wieder runterzukommen, weil ich mich so über sie aufgeregt habe, ist so ein dumme Protagonistin. Dabei ist sie in den Büchern vollkommen anders und das finde ich einfach schade. Ich finde auch blöd, wie sie ihr Zuhause dargestellt hat, diese Basis, dieser Schattenjäger. Was ich am allerblödesten daran finde, ist, dass da 1000 Schattenjäger im Hintergrund immer rumrennen und alle so beschäftigt wirken, aber im Endeffekt machen nur diese paar Jugendlichen die ganze Arbeit, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ergibt null Sinn. Deswegen ist es im Buch auch vollkommen anders. Da laufen nicht 1000 Schattenjäger rum, sondern sind halt nur ein paar Schattenjäger in der ganzen Stadt. Aber gut, es gibt halt vieles, was ich sehr unlogisch finde. Manche ist gut. Ich mag zum Beispiel den Schauspieler von Magnus Bane. Den kenne ich auch schon aus Glee und bin ich sehr gespannt, wie er das weiterhin darstellt. Er kam bisher noch nicht so oft vor, aber finde ich ganz cool gemacht. Aber wie gesagt, an sich ist das jetzt eine Serie, wo ich schon in der 3. Folge gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich werde mir die 4. jetzt noch angucken, vielleicht wird es noch besser, vielleicht gucke ich dann doch weiter, aber wenn ich die Bücher nicht kennen würde, hätte ich die Serie, glaube ich, sehr schnell wieder abgebrochen. Ich finde es leider nicht so sonderlich gut. Aber eine Serie, die ich wirklich sehr gut fand und die meine Nichte mir empfohlen hat, danke dafür, ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese Serie auch nur eines Blickes zu würdigen, weil sie so, ja, ich weiß nicht, so klischeehaft klingt, aber sie ist richtig gut gewesen und ich kann kaum die neueste Staffel erwarten. Ich hoffe, die kommt bald. Ich weiß gar nicht, wann die kommt, die 3. Staffel. Ich habe auf jeden Fall Staffel 1 und 2 von Faking It geguckt. Es geht um 2 Mädchen, um Karma und um Amy, die auf eine besondere Schule gehen, denn dort sind nicht die ganzen Sportler, die coolen, sondern eigentlich mehr die künstlerischen und eher so die auf normalen Schulen eher die Unbeliebten wären, sind da irgendwie die Beliebten. Und Karma und Amy sind aber so Durchschnittstypen, die eigentlich überhaupt keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Vor allem Karma nervt das aber ziemlich stark. Die möchte nämlich mehr in die Aufmerksamkeit kommen. Und als eines Tages ein sehr beliebter junger Mann, der zufällig schwul ist, die beiden in eine Schublade steckt, in der sie nicht gehören, und zwar zu den lesbischen Paaren, wittert Karma ihre Chance und bettelt bei Amy darum, dass sie das halt durchziehen als lesbisches Paar, halt es faken, ein lesbisches Paar zu sein, um mehr Beliebtheit zu erlangen. Und das tut dann Amy auch aus Freundschaft
Und die beiden werden auf jeden Fall sehr, sehr beliebt dadurch, dass sie halt so tun, als wären sie ein lesbisches Paar. Das Problem ist nur, während Karma immer beliebter wird und ihren Traumkerl langsam anfängt, sich an die Angel zu holen, merkt Amy, dass das bei ihr vielleicht nicht nur so ist, als ob, also dass das bei ihr nicht nur Freundschaft ist, sondern sie vielleicht doch ein bisschen mehr für Karma empfindet und dass sie das vielleicht gar nicht so sehr faked, wie sie gedacht hat. Und wie das weitergeht, müsst ihr selber wissen und selber gucken. Wie gesagt, das klingt so ein bisschen klischeehaft, ein bisschen übertrieben und es ist auch übertrieben. Es ist halt mehr so eine Parodie, würde ich sagen, weil die Charaktere auch sehr over the top sind die meiste Zeit. Aber ich fand es trotzdem, es hat gute Ansätze. Ich habe viel gelacht. Es war sehr kurzweilig und geht einfach schnell mit seinen 20 Minuten pro Folge. Die erste Staffel hat auch nur ein paar Folgen. Ich glaube, so um die 10. Die zweite Staffel hat dann mehr. Hat dann mehr als 20 Folgen, glaube ich. Aber es war wirklich sehr kurzweilig. Es geht schnell, es macht Spaß. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist gar nicht so schlimm. Es geht mehr um Freundschaft und was macht man, wenn man nicht weiß, in welche Schublade man eigentlich passt. Und ja, es hat auch so seine Messages dahinter. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann war ich im Kino und deswegen werde ich zu dem folgenden Film nicht viel sagen, weil ich dazu ein lohnenswert Video gedreht habe, also eine Review zum Film quasi. Und zwar ist das Die fünfte Welle. Das Video verlinke ich euch natürlich. Guckt da gerne mal vorbei, falls ihr damit hadert, ob ihr ins Kino gehen wollt oder nicht. Aber an sich, es hat mir relativ gut gefallen. Es hat durchschnittliche 3 Sterne bekommen und mehr dazu erfahrt ihr, wie gesagt, in der Review. Dann haben wir noch zusammen mit meinen Freundinnen den Detektiv Conn-Film geguckt. Ich glaube, es ist der neueste, Nummer 19. Es gibt schon 19 Detektiv Conn-Filme. Das ist unglaublich. Nach den über 500 Folgen gibt es auch nur so viele Filme. Aber gut, ich habe dem jetzt, er heißt übrigens Die Sonnenblumen des Höllenfeuers. Ich habe den jetzt 3,5 Sterne gegeben. Ich fand ihn besser als die Filme, die wir davor gesehen haben. Es war nicht so übertrieben, weil die letzten waren alle so auf Action getrimmt und dann waren diese Animationen auch noch so nicht so schön für meinen Geschmack. Also man hat quasi gesehen, dass das alles aus dem Computer kommt und dass das halt alles sehr, sehr fake aussieht. Also nicht, dass Animes sonst real aussehen würden, aber man merkt halt schon den Unterschied, ob das aus dem Computer kommt oder ob das ein bisschen mit Hand gezeichnet wurde oder so. Und das wurde halt in letzter Zeit nicht mehr so oft gemacht, mit Hand zu zeichnen. Und deswegen sieht das in manchen Szenen, vor allem in den Action-Szenen, dann nicht so toll aus. Hier ist es dann besser wieder gelungen, aber vor allem auch, weil Kaito Kid vorkommt. Ich mag Kaito Kid sehr gerne. Aber wie gesagt, es war jetzt auch nichts Überragendes. Es zieht sich langsam. Also die Geschichte von Conn ist langsam wirklich ausgelutscht mit so vielen Folgen und so vielen Filmen. Es wird Zeit, dass der Junge auch mal älter wird, weil er ist, glaube ich, in der ersten Klasse schon seit 5 Jahren oder so. In der Serie sind auch mittlerweile schon irgendwie 3 Valentinstage und 5 Weihnachten oder so vorbeigegangen und er ist immer noch in der ersten Klasse. Es wird mal Zeit, dass da mehr passiert, dass es weiter sich entwickelt. Aber ja, es ist halt so eine Kindheitserinnerung irgendwie und auch ich mag halt die Idee immer noch sehr gerne. Es zieht sich nur mittlerweile so ein bisschen. Aber der Film war trotzdem ganz gut. Wir haben ihn gerne geguckt und ja, die Auflösung des Falls war auch sehr interessant. Da kann man gar nichts sagen. Der Autor bzw. der Mangaka lässt sich immer was Neues einfallen, wie das jetzt alles aufgelöst wird. Und es ist jedes Mal sehr vertrackt und erfordert sich ja sehr viel Nachdenkzeit, bis man auf sowas kommt. Und das ist immer wieder sehr interessant. Kann ich immer nur loben. Dann habe ich Pretty Little Liars geguckt. Die zweite Hälfte der... Welchen Staffel? Ich habe hier gar keine. War das die 6. Staffel? Also nach dem A-Reveal, nachdem irgendwie 5 Jahre vergangen sind, steht ja auch da, glaube ich, 5 Jahre später. Die paar Folgen habe ich geguckt. Das waren gar nicht viele, die ich gesehen habe. Ich glaube 3 oder so. Und da bin ich echt noch skeptisch. Ich weiß nicht, ob das was wird. Es wirkt im Moment einfach nach einem neuen Aufguss von der ganzen A-Geschichte mit einem neuen A oder mit vielleicht einem anderen irgendwie Gegner, der sich jetzt nicht unbedingt A nennt, aber es klingt halt nach dem
selben Alten, dass irgendwer auftaucht, der versucht, ihre ganzen Geheimnisse ans Tageslicht zu bringen. Und am Anfang wird auch wieder jemand umgebracht und dann werden sie wieder verdächtigt. Und es klingt halt alles sehr ähnlich. Die ganzen Entwicklungen in ihrem Privatleben sind auch alle jetzt nicht so, was ich sehr gerne unterschreiben würde, was ich toll finde, sondern eher so, wieso musste man das jetzt so machen? Vielleicht ändert sich das alles noch im Laufe der Geschichte, wer weiß da schon. Aber ich bin im Moment echt skeptisch, was Pretty Little Liars angeht. Ich werde die Staffel noch zu Ende gucken. Ich hoffe, es entwickelt sich noch spannend, sodass ich rausfinden will, wer jetzt das war, wer die umgebracht hat, diese eine Person, die halt gestorben ist. Mal gucken. Ich bin noch skeptisch, aber ich gucke weiter. Und als letztes habe ich diese beiden Filme natürlich gesehen, endlich. Ich wollte es eigentlich letztes Jahr noch beenden, aber nein. Die Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 und 2. Und da ich jetzt alle Filme nachgeholt habe, also alle nochmal geguckt habe und die Bücher ja auch im letzten Jahr alle beendet habe, wird es bald Zeit für den Harry Potter Tag, denn Paddy hat mich schon vor einer ganzen Weile getaggt. Und ja, ich hoffe, der folgt bald, deswegen muss ich das auch nicht mehr viel sagen. Das werde ich dann im Tag machen und ich denke, ihr kennt sowieso alle die Filme, deswegen muss man da auch nicht wirklich was zu sagen. Ich habe sie auf jeden Fall sehr gerne geguckt. Und ja, damit beende ich dieses Video auch. Ist schon lang genug. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr im Januar so gesehen habt, Serien oder Filme technisch, was euer absolutes Highlight war. Das würde mich interessieren. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp für mich, weil Tipps sind immer gut in der Hinsicht. Ich überlege jedes Mal, welche Serie ich jetzt gucken will, weil ich immer Lust auf Serie habe, aber nicht genau weiß, welche ich jetzt gucken soll. Also ein Tipp wäre immer gut. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye, Leute.